Sternstunde für den Güstrower Kampfkunstverein Gion. Im laufenden Wettbewerb Sterne des Sports der VR-Bank Mecklenburg errang der Verein auf Regionalebene eine Silbermedaille. Heidi Radke, Regionalleiterin Güstrow-Bützow, überreichte Pokal, Urkunde und 1.000 Euro Prämie an die Sportler im ehemaligen Kultur- und Speisesaal der Gärtnerei in der Südstadt, der Trainingsstätte des Vereins. Beworben für den Wettbewerb hatte sich der Verein mit einem nun schon über viele Jahre erfolgreichen Projekt. Na, das ist das Projekt gewesen, Bogenbau und Bogenschießen als Ferienkurs. Dieses Projekt haben wir jetzt schon seit 8 Jahren. Das wurden schon viele, viele, viele Kurse da durchgeführt. Manchmal machen wir auch 2 Kurse im Jahr. Ich glaube, jetzt, das war dieses Jahr sogar das 9. Mal. Also ich habe jetzt aufgehört zu zählen. Da haben sehr, sehr viele Kinder mitgemacht. Die Kinder lernen dabei, wie man den Bogen baut und wie man damit schießt. Und viele Kinder sind dann auch schon hängen geblieben jetzt hier in der Bogensportabteilung. Der für asiatische Kampfkünste offene Verein Gion wurde 2008 aus einer Interessengemeinschaft heraus gegründet. Er ermöglicht Sportlern eine Betätigung in den 3 Abteilungen Karate, Schwertkunst und Bogenschießen. Der Verein zählt über 200 Mitglieder, davon etwa 180 Kinder und Jugendliche. An der Schule am Inselsee bietet Thomas Daniels im Rahmen des Ganztagsunterrichts einen Bogenkurs an. An den Grundschulen Kersting, Fritz Reuter und an der Nebel erfahren die Gruppen für Karate und Bogenschießen einen hohen Zulauf. Auch im Wettkampfbetrieb sind die Vereinsmitglieder sehr erfolgreich. Die zahlreichen Aktivitäten haben für die Auszeichnung sicher ebenfalls eine Rolle gespielt. Also wir machen das ja in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Olympischen Sportbund und sind natürlich sehr daran interessiert, die Vereine vor Ort eben auch wirtschaftlich mit zu fördern und zu unterstützen. Und dann nutzen wir natürlich die Gelegenheit, über Sterne des Sports auch da die Chance zu geben, die Vereine vor Ort eben finanziell zu unterstützen und ja, das Engagement eben vor Ort auch aufrechtzuerhalten. Weitere Sterne des Sports erhielten unter anderem die Abteilung Dirtbike des GSC 09, der Sportclub Lage und die LSG Lüssow.